Genau. Von daher ist es vollkommen egal, dann gehen wir mal los und hier müsste jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt unter, wenn jetzt, sagen wir mal, die Bäume weg sind, dann müssten ja theoretisch, wenn es immer gespeichert wird, müssten hier ja trotzdem Sticks rumliegen, oder? Oder verschwinden die Sticks mit Abholzen des Baums dann auch? Das kann ich halt nicht sagen. Wäre realistisch, kann ich aber jetzt so nicht beurteilen. Steine brauche ich momentan keine. Na gut, dann nehmen wir. Nehmen wir mal den Baum auseinander. Wir haben auch noch 3 Bäume und es wird langsam Nacht, gell? Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube fast, wir schaffen es nicht. Was passiert eigentlich, wenn du auf so einem Baum bist und das Vieh holzt den Baum um? Das frage ich mich auch gerade. Müsstest du ja automatisch mega viel Schaden durchkriegen. Vermutungen und Spekulationen. Was ist wahr? Finden Sie es heraus mit uns heute oder morgen. Dieses einsame Hütte da mitten in der im Nirgendwo. Aber es ist, glaube ich, die beste Strategie. Und als nächstes brauchen wir auf jeden Fall eine Bank. Und was haben wir hier? Sehr geil. Genau sowas brauche ich. Gut, genau sowas brauche ich jetzt. Klack, oh, klack. Blaubeeren sind sehr gut, das gefällt mir. Und es wird langsam echt dunkel. Wir brauchen aber, glaube ich, noch ein paar... 7 Stück noch, das sind 2 Bäume. Wieder voll, das regeneriert sich echt schnell. Wenn die Blaubeeren realistisch wachsen würden, hätten wir echt ein Problem hier. Ich schnapp mir jetzt einfach den hier. Huch. So. Hab gerade gedacht, okay, gut, da hat er gerade einen Grafikbug gehabt. Einige merken es vielleicht, ich habe mir die Frisur halt mal nach hinten gemacht. Einfach so, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich habe einfach Lust dazu gehabt. Und jetzt machen wir das einfach so. Und... ich frage mich, was das dritte ist. Ich frage mich, was die besonderen Effekte dieser Supermonster sind. Also ich weiß ja, dass der eine... okay, die rollen. Ich glaube nicht, dass ich die kriege. Wo ich könnte theoretisch den hier machen. Dann nehme ich schnell die da mit. Wo sind die? Die sind hier. Okay, dann laufe ich geradeaus. Ob die spezielle Effekte haben. Also ich glaube... beide können Bälle einreißen. Da gibt es, glaube ich, keinen Unterschied bei. Zumindest wäre mir keiner bekannt. So. Ey, komm, wir haben es gleich geschafft. Noch ein Baum. Noch ein verkackter Baum, dann haben wir es geschafft. Oh. Nehme ich dankend mit. So. Wir müssen nur 3 von diesen 4 Baumstämmen kriegen, dann haben wir es geschafft. Alter, wir schaffen das echt vor Dunkelheit. Geil, wie geil, wie geil. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen. Pff, go, 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 komm, komm, komm. Low Energy, gerade keine Zeit dafür. Alter. What the fuck? Okay, hier ist einer. Oder anderes weiß ich nicht. Wir müssen eh nur noch einen finden, von daher ist es egal. So, komm schon, einen einzigen noch. Da. Den anderen nehme ich mit, warte, den anderen nehme ich mit, da bauen wir uns eine Bank. Also, wir brauchen sowieso 2, aber... diese Geräusche von den Tieren manchmal, ne? Die machen mich kirre. Du läufst an so einem Vieh vorbei. Und du denkst dir so, what the fuck? Da. Komm her. Ich kann gerade gar nicht mehr laufen oder so.
Ich gehe natürlich erst nach drinnen. Super, okay. Storage Shelter. Wir brauchen eine Bank. Eine Bank, eine Bank, eine Bank, eine Bank, eine Bank. Ja. E. So. Okay. Kann man von hier drinnen eigentlich den Stick da draußen nehmen? Ich will speichern erstmal ab. Das ist eine gute Idee. Dann würde ich gern noch dieses Reglopsen. Nein. Ich würde gern noch Sticks finden wollen. Aber wir sind echt mega low, was Energy angeht. Ich glaube, wir machen uns trotzdem wirklich vorher. Wisst ihr was, wir machen uns einfach die Bank jetzt zu Ende. Oh, Sticks. Sticks. Oh. Sticks. Sticks. Dann haben wir wenigstens Energy kostenlos. Das ist auch wichtig. Okay, jetzt wird's wirklich Nacht. Go, 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 go. Schnell, 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 schnell. Jetzt wird's wirklich Nacht. Wir müssen unbedingt diesen einen mitnehmen und den anderen können wir uns dann einfach in die Base reinlegen. Das ist auch egal. Schneller. Komm schon. So. Run for... Ah, ich kann nicht rennen. Okay, wir laufen geschmächtig zurück. Jetzt wird's Nacht, jetzt geht's los. Mal schauen, was jetzt passiert. Da bin ich ja sehr gespannt. Geh und hopp. Wahrscheinlich kommt das Vieh. Roll einfach aus der Base raus. Warum nicht? Pff, interessiert ihn gar nicht. Ich mache mir mal noch. Hier einen. Okay, dann sind wir auf jeden Fall hier schon mal. Ein bisschen. Sicher und kann ich jetzt eventuell erstmal setzen und kurz Energy auftanken. Energy, ich weiß nicht, warum ich immer Energy sage. Okay, wir haben eine Festung, das ist schon mal nicht schlecht. Hier brennen auch Feuer. Auch nicht schlecht. Uns wird gerade ein bisschen kalt, das ist aber nicht so schlimm. Gehen wir uns einfach ein Feuer an. Wenn ich mich jetzt hinsetze, wird mir dann kalt. Ich bin, glaube ich, nah genug am Feuer dran. Das ist ja schön. So, dann kriegen wir uns gleich unsere Energie voll. Und ich würde mich dann nach oben begeben und einfach mal schauen, ob wir dann hier bis... Ich höre was. Wollen wir mal schauen. Haben wir hier Besuch? Aus mannigfaltigen Richtungen. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ungestört hier momentan. Deswegen möchte ich jetzt einfach mal das Schlafen ausprobieren. Es wird, glaube ich, nicht funktionieren, aber ich möchte es mal ausprobieren. Speichern. Schlafen. Doch, es funktioniert. Wie geil, es hat funktioniert. Ja, leider, das gefällt mir jetzt gerade. Ist hier auch so ein kleiner Stein. Ja, das ist super. Dann können wir jetzt auf jeden Fall uns auf Sticksuche machen. Zwei habe ich gefunden. Drei habe ich gefunden.
4. Das ist ja geil. Wir können also, konnten also schlafen. 5, 6. Da ist ein Dorfeinwohner, ich sehe ihn gerade. Und den möchte ich jetzt gerne mal, ich möchte mal was ausprobieren. Und zwar... Es hieß ja, die Herrschaften... lassen sich simpel... Ist das normaler? Ich glaube schon. Ich bleibe ein bisschen auf Abstand, besonders sich nicht mehr bewegt. Ich möchte mich gerne nicht im Laufen auf ihn schießen. Das könnte nach hinten losgehen. Er könnte nach hinten losgehen. Witzig. Weil die sollen ja jetzt auch Energy-Dosen und sowas droppen. Manchmal, deswegen... Na komm schon. Ja. Wird immer noch nicht? Stirb. Na komm schon, stirb. Wow, beruhige dich. Na hallo? Na endlich. Und hat was gedroppt. Ja doch gerade. Ah, ein Zahn hat er gedroppt. Na gut, den nehme ich mal mit. Weiß nicht genau, warum ich das tue. Ich nehme aber mit. Mach's dir gemütlich. Hm, die geben auch nicht mehr so viele Zähne wie sonst. Ergibt aber auch Sinn. Sehr schön, haben wir das fertig. Dann kann ich mal hier auf jeden Fall schon mal die Lurche aufhängen. So, super. Ist ein bisschen schattig hier, gell, die Unterkunft. Da hinten in der Ecke ist eins. Da ist eins und ich glaube, ich mache mir hier auch noch eins hin. Oh, noch ein Stick für das Ding. Den könnte man eigentlich von draußen kriegen. Rein theoretisch müsste ich hier ja einer liegen. Ja. Bam. Zünd's durch die Wand an. Ja, ja, mach ruhig. Jetzt ist es recht hell da drin. Okay. Das gefällt mir. Ich kann mal wieder ein paar Steine mitnehmen. Und wir haben noch genug. Wir essen auf jeden Fall das mein nächstes Hirschfell. Weil das wichtig ist. Und dann würde ich mir noch ein Effigy hinbauen wollen. Effigy, Effigy. Oder was ist das hier? Warte, Moment. Da war doch... Ich finde es seltsam, wenn man so in die Richtung zurückbleibt, dass man nicht alles finden kann. Ach so, okay. Nee, ich will eigentlich... Ich baue mal ein normales Effigy hin. Keine Ahnung warum. Mal einfach probieren. Wir haben keinen Kopf, oder was? Ach, da habe ich den Baum. Ah, okay, Moment. Dann, Moment, das geht ja. Dann schlag mal den Helden hier einfach mal was ab. Das müsste theoretisch mit der Axt ja auch mit Einschlag funktionieren dann.
Mit einem Schlag. Lass dir ruhig Zeit. Ah, man muss genau treffen, okay. Was machst du denn? Okay. Ich habe ja prinzipiell nichts gegen solche Unterfangen, allerdings sah das schon komisch aus. Habe ich den Kopf jetzt? Wo ist der Kopf hin? Rollt der oder? Der rollt doch bestimmt weg jetzt, ich wette mit euch. Der ist bestimmt... durch das Haus ist jetzt weggerollt oder so. Ich kann es mir echt gut vorstellen, das ist ein bisschen buggy noch. Ja gut. Ja, ne, also da... ein bisschen buggy ist es noch. Ich bin gerade ein Reh durchs Genick gerannt. Dann esse ich mal ganz kurz was. Ich hau mal ein Reh auf den Grill. 10. Dann können wir uns mal ganz kurz setzen, wenn wir einmal aufs Reh warten, dann können wir auch... Ist eigentlich voll chillig, dass du dich einfach hinsetzt, während du aufs Reh wartest. Okay, gut, dann stehen wir nochmal kurz auf. Gehen wir nochmal kurz was trinken. So, und dann setzen wir uns hin und genießen unser Reh. Ich sagte, wir genießen unser Reh. So, super. Okay, dann würde ich sagen, speichere ich an der Stelle mal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben jetzt hier eine neue Festung aufgebaut. Wir können hier noch ein paar neue Dinge probieren. Wir werden dieses Ding rundum voll mit Feuern bauen auf jeden Fall. Und Fallen und alles mögliche. Wir werden so eine richtig krasse Festung aufbauen. Wir werden diesen Spielstand nicht aufgeben. Unsere alte Festung ist wahrscheinlich verloren. Aber wir werden diesen Spielstand nicht aufgeben. Hier. Ich weiß gar nicht, ob wir die Hasen vielleicht hertransportieren könnte. Aber das würde, glaube ich, zu lang dauern. Naja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal.